Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein ausgemistet Video für euch vorbereitet. Und zwar habe ich eine ganze Box dekorative Kosmetik aussortiert im April. Und ja, ein paar Sachen habe ich mir schon hier zur Seite gelegt, damit auch bloß nichts runterfliegt, weil wäre schade, wenn da noch was zerbrechen würde. Und ja, wenn ihr gespannt seid, was alles meine Schminksammlung verlassen darf, dann bleibt gern dran, holt euch was zu essen oder zu trinken und habt viel Spaß bei diesem Video. Ich fange einfach mal an mit einer Palette. Einmal von Rival Loves Me, ist auch noch nicht mal so alt. Latest Nudes Eyeshadow Palette. Erstens finde ich einfach das Packaging einfach wunderschön mit Gold und Rosa. Ist eigentlich genau meins. Der Inhalt ist auch sehr hübsch. Den zeige ich euch einfach mal so. Weil da ist auch kein Spiegel. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Das ist halt so schlecht mit dem Licht. Vielleicht so. Naja, es ist eine Nude-Palette. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe diese Palette gewonnen. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Aber letztendlich darf sie meine Sammlung verlassen. Ich habe sie nicht geswatcht oder irgendetwas. Ich habe da dran gar nichts gemacht, bin nicht mehr reingegangen, weil ich habe so viele nudene Töne und ja, was soll ich damit machen? Ich habe so viele Paletten, ich habe so viel Lidschatten und ich werde sie nicht verwenden. Ich weiß ganz genau, dass ich sie nicht so oft verwenden werde, weil ich meistens gerne bunt mich schminken mag und ja, deswegen darf sie einfach gehen. Ich hoffe, sie findet ein neues, schönes Zuhause. Weil, ja, es wäre schade, wenn sie bei mir hier vergammeln würde. Dann habe ich von Rival de Loupe aus The Golden Twenties Kollektion mir die Palette gekauft. Sie ist wunderschön, sie ist wirklich nach 20er Jahre aufgemacht. Und auch wieder Nude, grau, braun. Ich kann schon damit was anfangen. Ich habe auch überlegt, ob ich sie nicht behalte, weil sie wirklich von den Tönen mir sehr zusagt. Da sind so hellbraune Töne sozusagen, beige. Ein Peachton ist dabei, kühle, matte Töne, ein Schokobraun, ein schwarzes klassisch dabei und zwei Silbertöne. Wunderschön, aber ich habe sie noch nicht verwendet. Sie liegt und liegt und liegt und wartet, bis ich sie anfasse, aber ich habe es bis heute nicht getan und ich werde es auch nicht mehr machen. Also die darf auch gehen. Ich hänge nicht an ihr und somit adios. Dann von der Stefanie Giesinger Kollektion mit L'Oreal zusammen, Cherry My Cherry Eyeshadow Palette, habe ich auch nicht verwendet, noch nicht mal reingegangen, gar nichts, jetzt kriege ich sie natürlich nicht auf. Und das eben. Ein Moment. Ich dachte, irgendwie die Katze wäre eingesperrt, aber dem ist nicht so. Ich kriege die Palette nicht auf. Super. Mega. Jetzt breche ich mir fast die Finger davon. Unangetastet, neu sozusagen, jungfräulich und darf gehen. Ich habe sie gekauft, weil ich damals auf dem Peachton-Trip war. Bin ich immer noch, also mag ich sehr. Aber ich habe sie bis jetzt nicht angefasst und ich werde da auch nicht reingehen. Ich weiß, dass ich sie nicht mehr so oft verwenden werde, weil mir einfach hier diese Töne zu goldig sind. Die da, warte mal, 3, 4 sind 16 Töne. Und von den 16 Tönen würde ich die Hälfte fast nicht benutzen. Also ich mag einfach kein Kupfer
Orange und so ein Kram. Und ich bin eher der kühle Typ. Sehr selten, dass ich richtig warme Farben trage. Sie darf gehen. Und sie hat auch schon einen neuen Besitzer. Und ja, bevor ich die Sachen losschicken kann, wollte ich euch noch mal einfach das Ausgemiste zeigen. Dann mal keine Schminki, eine Maske. Ich hatte zwei. Eine habe ich verwendet und die andere darf gehen. War in Ordnung, aber ich brauche sie nicht noch mal verwenden. Dann gab es ja mal im Adventskalender, nee, in so einem Geschenkset von Essence die Palette und ich glaube Nagellack oder Lipgloss, irgendwas gab es dann noch. Ich weiß es halt einfach nicht mehr. Auch wieder so nude, wunderschön, aber ich verwende es einfach nicht. Habe ich jetzt auch nicht benutzt. Ist nagelneu und werde ich jetzt auch nicht benutzen. Dann nochmal Masken. Zweimal Peel-Off-Masken von Selfie Project. Die sind ja immer so mit so Glitzy-Flitzy, aber ich mag keine Peel-Off-Masken. Die habe ich auch gewonnen. Somit dürfen die auch gehen. Die Catrice Clean ID Eyeshadow Palette mit 80% Natural Ingredients, vegan. Eine wunderschöne Palette. Habe ich gewonnen, falls ich das noch nicht gesagt habe, weil ich es nicht. Schon ein bisschen durcheinander gerade. Auch Nude, Rosa, Bronze, Pennyfarbe, ein bisschen so ein kühles Braun. Wunderschön, habe ich aber nicht benutzt. Und die darf gehen. Die hat auch schon einen neuen Besitzer. Dann habe ich von der Essence Oz The Great and Powerful LE das Highlighter Powder aussortiert, nagelneu, noch nicht verwendet, hat auch schon neuen Besitzer, darf gehen. Von dieser LE hatte ich auch noch den Eyeshadow in der 02 Kindness aussortiert, habe ich auch nicht verwendet. Das ist so ein Babyblau, Minzgrün würde ich sagen, mit Minzgrün-Einschlag. Ist nicht verwendet. Die Farbe ist nicht unbedingt meine. Ich habe damals die ganze LE gekauft. Und ja, mit so einem Luftballon sieht man ja, ist wunderschön, aber ich habe es einfach nicht benutzt. Und ich werde es auch nicht benutzen. Jo, schade drum. Dann von Essence Home Sweet Home LE. Ein rosa, babyrosaner Lidschatten mit so einem Strickmuster. Auch noch nie verwendet. Darf gehen. Also es werden einige LE-Produkte hier zu sehen sein, von denen ich mich getrennt habe. Dann von Essence Secret Party, ein Blush. Den habe ich verwendet. Ein paar Mal mit dem Pinsel bin ich reingegangen. Es ist so ein schönes rosa Pink. Aber er ist matt. Und deswegen mag ich ihn nicht, weil er matt ist. Von Rivalde Lupe Young Little Paradise LE, ein Illuminating Powder. Auch noch nicht verwendet. Was mich stört ist, der ist total glitzerig. Ich weiß nicht, warum ich mir den geholt habe. Ich habe gedacht, das wäre nur ein Overspray, aber ich habe ein Puder davon, das werdet ihr dann im nächsten Ausmistvideo sehen. Ja, und das Glitzer zieht sich durchs ganze Puder und ja, deswegen habe ich das jetzt weg. Ist nicht meins. Dann von Essence Sunkist LE, ein Schimmerpuder. Wunderschön mit Gold und so ein Orange und Bronzefarben, ja. Aber das Glitzer in dem Gold, das ist auch,
ich hab, bin da zweimal reingegangen, hier in der Ecke, und auch hier bin ich mal so durch. Das Glitzer ist dazwischen. Also es ist nicht nur oben drüber, und deswegen darf es gehen. Darf mich alles verlassen. Dann von Revolution Radiant Light. Lights Glow. Ein wunderschönes Teil. Das hatte ich bei im Tauschpäckchen mit der lieben Mrs. Collie Jen. Es ist so ein bronzefarbenes Highlight-Dingens, aber Oberspray ist glitzy. Und dann drunter ist eigentlich schimmerig. Es ist eine wunderschöne Farbe, aber ist mir doch zu orangig. Das steht mir einfach nicht. Sonst hätte ich es gern behalten. Dann habe ich auch geschenkt bekommen von Karl Lagerfeld und Modell Co. ein Brow Pencil in Medium Dark. Habe ich einmal verwendet, ist mir zu rotstichig. Dann von Altera eine Doppelmascara. Sortiere ich aus. Die ist schon älter, hatte ich auch mal in irgendeinem Päckchen. Und die habe ich einmal verwendet, aber das ist irgendwie mit der Bürste, die macht nichts mit meinen Wimpern. Also ich habe fast nie Probleme mit Wimperntuschen, aber die, man sieht nicht, als hätte ich überhaupt Mascara drauf. Deswegen, die kommt in Müll. Jedenfalls in Müll kommt von UMA ein altes Trio. Es ist rosa, pinky. Ich will sie jetzt nicht aufmachen, weil sonst fliegt mir der ganze Kram hier runter. Es ist mir zerbröselt. Und das war so lila, rosa und pink. Und ich hatte das Pink mal aufgehoben als Blush, aber das habe ich dann auch nicht verwendet, weil mir das irgendwie zu pinky war. Und damit schmeiße ich das jetzt weg. Was mich auch noch total nervt, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Vom Douglas oder irgendein Päckchen Geschenkset. So ein goldenes Bodyschimmer. Das staubt jetzt hier überall. Das ist in meiner ganzen Schublade. Alles ist voll damit. Daher Adios. Von P2 Pearl Dream Eyeshadow. So ein Zweier. Mal lila und ein bisschen Türkis. Ich bin in das Türkis ganz leicht reingegangen, aber ich habe so viel Türkiskram und ich benutze es einfach auch nicht wirklich. Daher darf es gehen. Dann von Max Factor Lipfinity Lip Color 24 Stunden habe ich mit so einem Pflegeteil so zwei Teile: einmal der Liquid und einmal so ein Balsam drüber. Ich habe den Liquid nur auf dem Handrücken geswatcht und ist mir zu peachig. Somit darf er auch gehen. Dann von Alverde gebackenes marmoriertes Rouge in der Farbe 10 Blumenwiese. Und es riecht ein bisschen schon und ich habe es verwendet. Ich habe mich hier dann auf dieser Stelle eher gehalten, weil ich finde, das macht so pinky. Und der Rest ist alles lila, rosa und das sieht komisch aus. Das ist so ein helles Blush und das sieht nicht schön aus. Und wie gesagt, das ist jetzt alt und ab schon abgelaufen jetzt und fängt an zu stinken und darf gehen. Dann von P2 Ready to Wear LE. So ein, auch mit so einem Muster, hatte ich mehrere davon. Die anderen habe ich, glaube ich, als Highlighter oder so verwendet, weiß ich jetzt gar nicht. Den könnte ich auch als Highlighter benutzen, aber ich habe so viel Highlighter, das bringt nichts, noch den zu Zweck zu entfremden. Den habe ich ganz leicht einmal verwendet. Mit dem Pinsel bin ich einmal nur so rein, um so auf dem Blush ein bisschen zu tupfen. Darf gehen. Dann von Essence Blossom etc. LE ein Lipgloss. Habe ich sehr gern gemocht. Da gab es ja auch noch die Nagellacke dazu. Aber der stinkt und darf in den Müll. Eigentlich bräuchte ich hier mal so eine Müllbox.
Ich sortiere das nachher dann aus, sonst dauert das Video viel zu lang. Essence Brit Tea Duo Highlighter Pencil in so einem Rosé und so einem Beige habe ich einmal verwendet, aber auch nur das Beige darf gehen. Ich habe benutze sowas nicht, weder als hier im Innen auf der Wasserlinie verwende ich so Stifte gar nicht und ja, weg. Dann von P2 ein Calcium Biotin Pen mit grünem Teearoma. Der ist schon trocken und darf gehen. Ausgetrocknet. Dann von Essence aus der Sun Club, ja, aus dem Sortiment Blond für Blond Lighter Skin. In der 01 Natural der Bronzer. Erstens ist er schon kaputt, schon ewig. Zweitens hat er einen Hardpen. Drittens habe ich ihn fast aufgebraucht und er ist trotz Blond ist er viel zu rotstichig. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei damals gedacht habe. Er riecht auch nicht mehr nach Kokos, er riecht noch gar nichts. Und somit darf er gehen. Es darf alles gehen. Ich fühle mich so richtig befreit, gell? Wenn das Zeug gar nicht mehr in den Schubladen irgendwo rumgammelt. Dann habe ich ein Lidschatten-Trio, das hat Mama mal irgendwo gekauft. Nicht schon wieder auf meine Hose. Oder zugeschickt bekommen, irgendwie als gratis. In echt ist das peachiger. Und es ist uralt und ich verwende es nicht. Das Einzige, was ich noch verwenden würde, wäre hier der Ton. Aber solche Töne habe ich mittlerweile auch in ganz neuen Paletten und er ist sehr kreidig und jo, trenne ich mich davon. Dann habe ich von Catrice aus der Pastel Delight LE ein Eyeshadow Trio. Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt. Ich weiß nicht. Ich habe das Gelb, wie ihr seht, zum Verblenden verwendet. Das Rosa ist sehr kreidig und hell und das Lila ist überhaupt nicht mein Lila-Ton. Ich mag dieses Lila überhaupt nicht. Und somit, ja, ich kann damit einfach nichts anfangen. Damals war das Catrice-Logo noch hier so. Sah es noch ein bisschen anders aus. Aber es riecht nicht, es ist noch gut, aber ich kann mit den Farben nichts anfangen. Dann von der Essence Safari Lounge LE, auch uraltes Teil, so ein Zebra-Muster mit Glitzer dran, so ein bisschen Glitzer und ich habe es versucht. Es ist gar nicht mal so hässlich, aber es ist viel zu dunkel für mich. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Es sieht einfach an mir nicht gut aus. Es riecht auch nach gar nichts. Es gibt so schön Farbe ab. Wer so dunkel ist oder so, dem wird das stehen, aber nicht mal das Glitzer sieht man gar nicht. Also man sieht es nicht, aber ich kann damit nichts anfangen. Es sieht an mir nicht gut aus. Dann von P2 Define Your Lip Line, ein Lip Liner, uralt, so ein Teil habe ich nie benutzt, wirklich. Also es riecht auch nicht, aber es ist uralt, das möchte ich mir jetzt auch nicht unbedingt auf die Lippen schmieren, weil wie gesagt, ich verwende es einfach nicht. Dann von Shiseido ein Creme-Lidschatten. Den hatte ich auch mal in so einem Überraschungsschminkpäckchen gekauft. Bei der lieben Steffi. Die macht das manchmal bei ihren Ausmist-Dings auf Instagram. Hat sie einen Sale-Account und da macht sie manchmal so Überraschungspäckchen für so 20 Euro. Und da hat sie verschiedene PR-Samples und so. Wunderschöner Creme-Lidschatten. Es ist ein Rosa mit einem Blaustich. Es wäre, ja, ein blau-lila Stich. Es wäre genau meins. Aber wenn ich es drauf mache, es ist wie ein Balsam, wie ein Lippenbalsam. Es ist nur Glitzer zu sehen und als Topper schon gar nicht. Es ist sehr cremig. Als Topper würde der vielleicht noch irgendwie durchgehen, aber auf dem Lid und dann ist das so eine ölige, cremige. Jetzt ist es trocken. Ihr kann es gar nicht sehen, geil. Ne, sieht man nicht. Aber es hat einfach keinen Sinn. Nicht mal als Highlighter geht er durch. Und als Lidschattentopper, ich habe so viel
Zeug. Ich könnte es nochmal vielleicht verwenden und probieren. Auf dem dunklen Lidschatten, ob das irgendwas macht. Aber dann würde ich es ansonsten aussortieren. Also dem gebe ich noch eine Chance, wenn ich jetzt so sehe. Aber man sieht ihn einfach nicht. Ich habe gedacht, als so einen cremigen Lidschatten oder so. Und dann ist er so schön rosa-bläulich. Aber man sieht es einfach kaum. Man sieht nur Geschimmer und ja, wie gesagt, als Topper vielleicht, aber sonst noch nicht. Dann von der Essensblumen, Blooms etc. LE. Der Lidschatten Nummer 3 ist ein lila. So ein Duo. Der ist mir. Ja, kaputt gegangen ist er mir nicht. Hier gepresst habe ich den nicht, aber der sieht auch nicht mehr so schön aus. Gibt auch gar nicht wirklich mehr gut Farbe ab. Es war so ein schönes Lila wie bei den ganzen Highlightern. Aber das ist Quatsch. Quatsch, das zu behalten. Eigentlich nur wegen diesem lilanen Schimmerton da. Aber der ist richtig krass. Wenn man das auf dem schwarzen oder auf dem dunklen Lidschatten macht, sieht das schon, also ihr könnt es gar nicht sehen, wie hübsch das eigentlich aussieht. Tja, manchmal soll man die Sachen zweimal angucken. Ich glaube, den nehme ich nochmal und verwende aber auch nur das Schimmrige, weil der andere gibt gar keine Farbe ab. Ich werde es nochmal probieren, ansonsten seht ihr es im nächsten aufgebrauchten Video. Ja, manchmal ist das so, gell? Man sortiert Zeug aus und dann irgendwann. Ja, boah, das stinkt wie die Hölle. Puh. Das ist ein 3-in-1 Nail Care und Gloss Pen. Beugt trocken, glanzlosen Nägeln vor mit Granatapfelaroma. Das ist ein Nagelpflegestift und der stinkt wie ein Nagellackentferner. Also, das möchte ich nicht auf meinen Fingern dann haben. Puh. Ich weiß auch gar nicht, ob der von Anfang an schon so komisch gerochen hat, dass ich ihn gar nicht verwendet habe. Boah, puh. Als würde man eine Flasche Nagellackentferner inhalieren. Ekelhaft. Dann von Essence Volume Up Lip Maximizer habe ich einmal nur verwendet zum Testen. Uraltes Teil. Sieht noch super aus. Riecht auch noch voll gut nach Minze. Aber ich verwende so einen Kram nicht. Deswegen wird es in Mülleimer landen. Genauso wie von der P2 Catch the Glow ein Lipgloss. Der stinkt. Ich verwende halt so selten Lipgloss. Ich werde demnächst nochmal durch meine Lipgloss-Sammlung gehen, weil ich verwende nur bestimmte Lipglosse und ich habe momentan ja, Lust, einfach Lipglosse zu verwenden, aber die alten verwende ich einfach gar nicht. Ich habe teilweise welche, die ich noch nie verwendet habe, die einfach nur die Schublade schmücken. Dann von Manhattan aus der Liquid Metals LE ein wunderschönes, glitzeriges Silber, also so ein Kajalstift, aber ich habe ihn damals nicht verwendet und nun ist er trocken und hart und damit kann ich gar nichts machen. Deswegen fliegt er raus. Dann von Alcina, sorry, dass ich jetzt hier alles runtergucke, weil ich ja die Sachen als hier durchlese, dass ich euch sagen kann, was es ist. Dann von Alcina ein Perfect Eyebrow Styler. Noch unbenutzt eingeschweißt, der ist sehr gut, aber passt leider nicht mehr mit meinen Haaren. Also könnte noch durchgehen mit dem Dings, das ist ein Beige, also ein Highlighter hier oben oder im Innenwinkel. Und der andere ist eigentlich ein gräulicher Ton für die Augenbraue, aber damals hatte ich noch Platin, da sah das anders aus. Und ich finde jetzt so mit dem passt er zu meinem Ansatz und daher. Ist er unbenutzt und darf mich verlassen. Ich habe meine Lieblinge gefunden und muss nicht sein. Dann von Catrice ein Duo Kajal. Auch hart schon und halt nicht mehr so schön. Das ist aus der. Was für eine LE bist du denn? Color of the Ocean. Ja, Colors of the Ocean. Darf gehen. Hart. Caputo finito. Dann von P2 Pure Last Kajal. Das ist noch die erste Generation. In so einem
eiskalt, eiskalt, in so einem kühlen Gold. Der ist aber schon eingetrocknet. Dann ein Clear Brow Fixing Pen aus der Feathers and Pearls LE von Catrice. Habe ich nicht verwendet, darf gehen. Nee, habe ich nicht verwendet, der riecht nicht, der ist noch in Ordnung. Habe ich mal gekauft, da war ich immer noch auf den Trip. Das wird ihr bestimmt ein paar Mal von mir hören, dass ich von jeder LE alle Produkte mir kaufen musste, aber mittlerweile schon lange nicht mehr. Dann von Essence Road Trip, von der LE, ein Mini Sheer Lipstick, den habe ich nur geswatcht. Und der riecht noch nach Vanille. Nur geswatcht. Von P2 All Over Glitter Pencil. Da habe ich sogar den Deckel geklebt, weil der mir kaputt gebrochen ist, so ein Blau. Uralt. Möchte ich mir auch nicht mehr auf die Augen schmieren. Dann von der Essence Class of 2013 Eyeshadow Pen. Der ist irgendwie, weiß ich nicht, mir gefällt die Farbe nicht. Er ist, weiß ich nicht, was mit dem eigentlich ist. Was ist denn mit dem? Nö, der riecht nicht, der ist noch gut. Ich weiß, was das ist mit dem. Der macht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Eher nicht. Der wird fest, wenn du den so, das ist ein Taupe, sagen wir mal so. Es ist ein topiges, schönes Braun, was ich eigentlich total gern mag. Aber sobald man ihn verstreicht, wird er richtig fest und dann macht er Krokodilhaut auf der Augen. Hier unten hat man dann so richtige, wie so zusammengezogene Haut und auf dem, als Eyeshadow Base, Albtraumkatastrophe. Der darf auch in den Müll, das will ich auch keinem zumuten, weil erstens ist er eh schon ein bisschen älter und zweitens, dann von P2 ein 14 Stunden Lip Designer Velvet Matte. Damals war ich voll auf den Trip. Das nur geswatcht. Das ist ein, hier sieht er orangiger aus, aber das ist schon ein richtiges Dings. Aber der riecht auch nicht mehr so schön. PG. Der riecht nicht mehr so gut, ist aber noch von der Konsistenz in Ordnung, aber könnte man auch als Blush verwenden. Werde ich aber nicht machen, weil uralt und ich habe genug Kram. Darf er in die Mülltonne gehen. Von Nivea Beauté ein Magic Shimmer Cream Eyeshadow. War schön, hat mir früher gefallen, aber mit der Zeit ist er schon, ist gar nicht. Flüssig ist er nicht, aber uralt und außerdem taugt er gar nichts, finde ich. Er taugt nichts. Das ist so ein Roségold. Guck, ich verschmier den und weg ist er. Hinterlässt nur so einen roségoldenen Schimmer, wie so richtig fettige, ölige Creme. Und deswegen mochte ich den nicht. Die Farbe war an sich schön, aber auf dem Auge hatte nie wirklich was rum. Nie wirklich funktioniert. Dann von MNY ein Lidschatten. Die waren cool damals eigentlich. War diese ganze Linie. Ich habe die Lipglosse total gemocht früher. So ein Giftgrün. Habe ich aber auch in unzähligen Paletten und brauche ich somit kein Mono. Dann noch ein Giftgrün von Catrice. In der 020 ReSupport Greenpeace. Mattes, einmal geswatcht, ja, und das auch nur geswatcht, zweimal verwendet vielleicht. Dann habe ich mich von unzähligen Creme-Lidschatten verabschiedet, von P2 noch. Und das sind alle gewesen. Ich glaube ja. Erstmal
von P2. Das sind 3, 4, 5, 6, 7. Einmal so ein Weiß, Silber, dann Lila, ein Blau, ein Babyblau, ein Lila, in Hell, ein Peachy, Rosa und ein Grün. Jo, wo tue ich die denn jetzt hin? Ach jo, es reicht einfach kein Platz hier überall. So viel Gedönse. Hier sind mir alle leider eingetrocknet. Und schade drum. Hätte ich benutzen können, aber ich finde, die waren sehr schnell trocken, glaube ich. Deswegen habe ich die gar nicht so oft benutzt, weil sie sowieso schon angetrocknet waren. Und ups. Und dann habe ich gedacht, komm, macht dir keinen Spaß und so. Ich hätte die viel früher schon aussortieren sollen. Aber was man nicht so alles tut. Dann von Essence ein Eyeshadow, Mono Eyeshadow im Black Goddess Sparkling Effekt. Einmal nur reingegangen. Ich habe sowas in der Jeffree Star Palette. Diese, wie heißt die denn? Weiß ich jetzt gar nicht. Da sind lauter Grau- und Brauntöne. Deswegen brauche ich die nicht als Mono Lidschatten. Dann habe ich ein Eyeliner Pen aus der Catrice. Le Grand Bleu LE. Das war die mit den so Dingern hier. So Muster, weiß ich nicht. Wellenmuster. Der ist, habe ich einmal verwendet. Ist zwar älter, aber der funktioniert noch. Aber was mich an dem stört, ist, der hinterlässt einen Stain. Und wenn ich mich abschminke, möchte ich am nächsten Tag was anderes drauf machen und möchte nicht noch einen Abdruck am Lidschatten, am Wimpernkranz von meinem vorherigen Eyeliner haben. Daher darf der raus. Dann von Manhattan Oh My Gloss. Ist ein wunderschöner Ton, aber ich finde, irgendwie sieht er mir mittlerweile komisch aus. Der riecht auch noch voll gut. Ich zeige euch das überhaupt nicht, weil ich hier unten rummache. So ein Nude. Ja, ist ein helles Nude. Ist zwar nicht so ein Tot-Nude, aber er legt sich in die Lippenfältchen und es sieht nicht mehr schön aus. Dann vom ersten noch Sortiment, was ich noch habe. Von Essence die 01 Frosted, das waren noch damals die Lippenstifte, kennt ihr bestimmt, da gab es noch All About My Cupcake oder wie das Ding hieß, habe ich auch noch und einer, der ist benutzt, ist halt nicht mehr so meins in Rosa, riecht aber noch voll geil nach Süßigkeiten wie früher, also der Geruch hat sich mit der Zeit überhaupt nicht verändert und der ist nagelneu. Der riecht auch noch so gut. Da ist gar nichts dran. Hatte ich in meinem Backup entdeckt. Dann ein uralter P2 Spitze aus der Private Color Party. Doppelter, aber mir ist in dem dünnen, ist mir hier in alles zerbrochen und somit spitzt er einfach nicht mehr gut. Und darf gehen, ich habe sowieso neue Spitze. Ebenso noch ein Spitzer von For Your Beauty und da ist das Ding hier als kaputt. Das geht als auf und macht Sauerei. Daher, tschüss. Ein altes Schwämmchen, noch nie benutzt, keine Ahnung, wo das herkommt, darf gehen. Dann hatte ich aus so einem Lidschatten-CD sozusagen. Das war eine CD mit vielen so Lidschatten drumherum. Die hatte ich mir, die habe ich schon lange entsorgt, aber habe mir einige Lidschatten davon noch rausgesucht, die mir noch gefallen könnten. So einmal so ein Rosa, einmal so ein Mauve, was mir sowieso schon zerbröselt ist. Dann so ein Gold, was ich nie trage. Warum auch immer ich das rausgemacht habe, keine Ahnung. Ein dunkles Braun und man sieht, wie bröselig die sind. Und noch so ein Schokobraun.
verwende ich nicht. Die dürfen dann auch gehen, in den Mülleimer wandern. Machen nur Sauerei überall und wie gesagt, ich habe so schöne Sachen, da brauche ich sowas einfach nicht. Dann habe ich mich getrennt von diesen kleinen Concealer-Schwämmchen oder was das sein soll. Ich komme mit denen nicht klar. Den habe ich noch nicht verwendet. Der ist noch neu und unangetastet. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe irgendwo noch mal sowas. Das wird dann auch aussortiert nach und nach. Ich gehe dann sowieso noch mal meine Schubladen durch. Ich bin noch lange nicht fertig mit aussortieren und so. Dann von Manhattan gab es ein Illuminate Mousse Eyeshadow. Habe ich geliebt, aber ist mir dann letztendlich zum Schluss leider eingetrocknet. Das war so ein schönes Beige mit rosa Rosé-Einschlag und ich habe ihn geliebt, aber ja, habe ihn zwar gut verwendet, aber leider nicht mehr zu Ende verwendet. Und davon gab es noch einen in Gold. Tja, Gold ist nicht so meins, habe ich kaum verwendet, aber es ist halt auch rum. Dann habe ich hier auch noch mal Creme Eyeshadows von Essence, einmal aus der Holographics.com.le. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Einmal in Lilac und einmal in Gagalectric. Wunderschöne Töne. So ein richtig geiles, changierendes Türkisblau. Sieht richtig toll aus. Aber die sind auch noch funktionieren, also die sind noch total cremig. Wenn ich das jetzt hier so zeige, gell, ist der richtig toll. Die Farbe leuchtet. Ist wunderschön. Aber wenn ich den auf dem Lid verstreiche, du siehst, also hier siehst du blau. Und die sind so ölig. Die Konsistenz ist, guck, erstens sieht man kaum dann was von dem schönen Blau. Dann sind die richtig ölig, dann tun sich meine Wimpern da drauf abdrücken. Dann habe ich hier lauter Fliegenbeine. Ich meine, das habe ich vom Schwitzen manchmal bei der Arbeit. Aber das ist dann nach einer achtstündigen Arbeit, aber nicht gleich nach einer halben Stunde. Und das ist auch so ein schönes Lila mit einem Blaustich, also mit einem Lila-Stich. Ein Rosa eher mit Blaustich. Und der ist so richtig komisch. Weiß nicht. Auch eine tolle Farbe, aber den siehst du auf dem Finger, ja, aber auf dem Lid, vergiss es. Also das war echt einer der schlechtesten Eyeshadow-Creams, die ich jemals hatte. Deswegen habe ich die nicht benutzt. Ich hatte noch einen, den habe ich schon lange, glaube ich, wegsortiert. Dann, was mir sehr leid tut, ist aus der Essence Snow Ram oder so, ich kann es leider nicht lesen, bis ich das Ding abgepuppelt habe, dauert es viel zu lange. Ist mir auch leider eingetrocknet. So ein wunderschöner Ton, ich bereue das zutiefst, dass ich ihn nicht so oft verwendet habe. Aber wenn man so viel hat, man kann einfach nicht alles benutzen. Leider, ist halt so. Dann noch ein Cream Eyeshadow von Essence for Fairies. Das waren nur damals noch die hier mit so einem Dingens. Waren auch voll hübsch. Das war so ein Roségold. Ist mir auch eingetrocknet. Die sind alle sehr schnell eingetrocknet. Ich habe noch welche, die auf der Kippe stehen. Ich meine, die sind zwar uralt, aber was funktioniert, funktioniert. Das darf jeder für sich selbst entscheiden, was er verwendet und was nicht. Solange man keine Probleme an den Augen hat und so, ist alles gut. Und von von Blossoms etc. L.E. Die Farbe Blume Loom, die Namen sind richtig schön. Sieht man, dass ich den sehr gern mochte, aber der ist einfach der Detail. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe mir dabei gedacht, der ist total kreidig und total blass. Und der sieht einfach nur scheiße aus. Genau wie dieser Schimmerton, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, den Lilan werde ich auch, glaube ich. Ich weiß schon, warum ich die gehen gelassen habe. Es ist schon schön, aber
Ich habe keine Ahnung. Ich muss das nochmal. Ich glaube, das macht auch komische Haut. Ich werde es nochmal diesen Topper probieren. Jetzt bin ich ganz lila und blau, aber das ist egal. Ich wollte es ja mal demonstrieren. Dann habe ich von P2 die Volume Fake False Lashes aussortiert. Einmal verwendet an einem Auge. Ich mag keine False Lashes. Ich verwende sie nicht. Ich bin mit meinen. Enttäuschen, dass meine Hose wieder jetzt dreckig ist, wie immer. Von dem ganzen Kram. Ich verwende das einfach nicht. Ich bin mit meinen Wimpern total zufrieden. Die sind lang genug und ich werde keine False Lashes benutzen. Ich habe noch einige da. Ich werde alles aussortieren. Vielleicht behalte ich mal 3 Stück oder 4 und der Rest kommt alles weg. Es ist einfach nur Platzverschwendung, Geldverschwendung und hier habe ich irgend so eine Probe von irgendeinem Lippenstift. Das ist irgendwie nicht meine Farbe. Beziehungsweise es ist cremige Konsistenz. Sieht bestimmt irgendwie komisch aus. Das kann weg, das ist uralt. Dann habe ich von der Essence Miami Roller Girl LE einen Lidschatten aussortiert mit den Palmen. Der ist wunderschön. So ein Beige. Aber ich weiß nicht, ich kann mit dem nichts anfangen. Weder als Highlighter noch als Lidschatten. Der ist mir einfach zu zart. Dann von Lush hatte ich eine Vanishing Cream Gesichtscreme mit einer ölarme Lavendelpflege, die sofort in die Haut einzieht und nichts außer butterweiche Haut hinterlässt. Wunderbar für ölige Hauttypen oder für die T-Zone. Hatte ich mir damals gekauft, ist jetzt aber auch schon lange durch. Die stand einfach in mein, auf, einfach auf irgendwie in meiner Schublade und die läuft jetzt aus. Jo. Ja. Die riecht noch gut, aber ist uralt und die darf gehen. Das möchte ich mir auch nicht mehr ins Gesicht schmieren. Mochte ich. Ich mochte sie schon, aber ich hätte mir ein Abschminktuch mal hier bereitlegen können. Aber egal, es ist wie es ist. Das wollte ich jetzt sagen. Also zu der. Zu der Lavendelcreme. Ich mochte sie, aber irgendwann habe ich aufgehört, sie zu benutzen. Und ja, somit ist sie jetzt alt geworden. Und okay. Dann habe ich. Was ist denn das hier? Ein Deckel? Und was ist das denn jetzt? Irgendein Deckel von irgendetwas. Wenn ich wüsste, von was, wäre mir geholfen. Egal. So, dann habe ich noch Lipgloss aussortiert. Limited Color von Catrice in der Farbe Welcome to Pink Tropez. Habe ich noch nie benutzt. Riecht aber auch noch gut. Ich habe mal reingeschnüffelt und er riecht noch nach Vanille. War mal irgend so eine besondere Kollektion. Da stand nämlich Limited Color. War extra irgendwie in irgendeiner LE, glaube ich. Noch nie benutzt. Neu. Älter, aber neu. Dann von Alverde ein Lippenstift in der Farbe Silky Nude. Ich habe den so viele Chancen gegeben. Das ist so ein topiges, metallisches Braun. Topic. Nee, es ist nicht top, es ist ein Kühl, so ein Rosé, Gold, Rosé-braunes Nude mit einem metallischen Schimmer. Der riecht auch noch voll gut für Alverde. Ist zwar uralt, aber ich finde, es sieht einfach nicht mehr so schön aus an meinen Lippen irgendwie. Ich mag so metallische Töne nicht unbedingt. Dann von der Essence Beauty Beats. LE, der Lipgloss, der grüne mit Schimmer, das war doch die mit Justin Bieber, die Kollektion irgendwie von dem Lied da oder irgendwas. Riecht auch noch gut, habe ich nicht verwendet. Dann von Catrice, Made to Stay Smoothing Lip Polish in der Farbe Strawberry Secret, na, Strawberry Secret 030. Ich habe ihn geliebt. Das
hatte so ein Wassergefühl auf der Lippe. Das hatte ich mal so von Manhattan. Und warum ich ihn aussortiere, ich würde ihn gern weiterverwenden, auch wenn er älter ist, weil er riecht noch gut, weil mir das Ding abgebrochen ist. Der Applikator ist jetzt da drin und ich habe, glaube ich, noch einen davon. Aber nicht mehr gefunden jetzt. Irgendwie weiß ich nicht, wo ich den hin habe. Ja, und somit darf er gehen. Dann habe ich von Essence, von der Surfer Babe LE, einen lilanen Eyeliner. Da ist das Zeug eingetrocknet halbwegs und ist so fest. Ist auch nicht mehr schön zum Schminken. Dann von Essence ein Liquid Eyeliner. Auch eine ganz alte Verpackung. Oder gibt es die noch? Ich habe da momentan bin ich nicht im Bilde, aber leider ist er mir auch eingetrocknet. Weil ich verwende kaum noch Eyeliner. Deswegen kaufe ich auch keinen mehr. Ich verwende das, was ich habe, was noch gut ist und der Rest geht. Oder ich kaufe mir kaum welche nach oder gar nicht mehr nach, weil ich verwende sie einfach nicht. Ich finde bei der Arbeit, das hat keinen Sinn. Ich schwitze, dann läuft mir der Schweiß in die Augen und habe ich dann manchmal Abdrücke und man sieht meine Wimpern dann gar nicht, finde ich. Ja, meine Wimpern kommen zur Geltung, wenn ich keine Eyeliner habe, dass sie länger sind. Ansonsten sieht das so kurz aus. Der ist eingetrocknet. Das war von der P2LE What a Girl Wants Glittering Eyeliner. Den mochte ich sehr, aber habe ich nur zur Hälfte aufgebraucht. Das war ein dunkles Blau mit Schimmer. Dann von Agnes B. einer, das war der Lilane. Der hat sich schon gespalten und malt nicht mehr richtig, daher weg. Dann von Rival de Loop ein Lippenstift in so einer Nude-Braun Farbe. Der ist neu und riecht noch normal. Also den habe ich nicht verwendet. Da ist hier ein bisschen die Packung, hat so einen Riss hier, aber ist nichts dran. Dann habe ich noch einen Eyeliner aus der Essence Eye of Style Liquid Eyeliner. Das ist wie die Wimperntusche mit der Dings Aufschrift. Und der ist ganz seltsam. Der malt so komisch. Der zieht Fäden. Ich weiß nicht. Wo habe ich den aussortiert eigentlich? Weiß nicht. Ja, weil er Klümpchen und Fäden zieht. So, dann noch drei Lippenstifte. Einmal von der Essence Little Beauty Angels. Das war diese Correcting LE mit Pudern und Co. Smoothies Your Lips. Ja, und das Ding stinkt nach Schimmel. Das habe ich nie benutzt. Das lag ewig rum und jetzt ist es durch. Dann von NYX Indian Pink Lippenstift. Also in dem Namen Indian Pink. Und den habe ich ein paar Mal benutzt. Und stinkt jetzt auch nach Schimmel. Ist so ein Peach mit einem Goldeinschlag. Und dann hatte ich hier noch von Avon ein uraltes Teil in so einem Rosé. Schimmergedönsel und der Deckel ist auch runtergerockt und mochte ich früher sehr, mit der Zeit nicht mehr, ist so alt. Und ich glaube, ich habe alles. Ja. So, meine Lieben, ich glaube, das war ein langes Video. Ich bin gemustert und angemalt wie ein Indianer, aber das macht auch gar nichts. Und ich wollte euch ein bisschen was zeigen. Ich weiß nicht, das Licht hinter mir, ob ihr überhaupt was sehen konntet, ob das so ging. Wenn nicht, muss ich mir was anderes überlegen oder abends drin, wenn es dunkel ist. Ich hoffe, ihr konntet die Produkte einigermaßen sehen. Es waren sehr viele. Das Video ist jetzt auch fast eine Stunde lang. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Vielleicht kennt ihr noch die Produkte bzw. ja, die alten LEs. So langsam müssen die halt aus meinen Schränken weichen und es sind halt Cremeprodukte und Cremeprodukte halten nicht lang. Das ist wie eine Creme. Duschgel hält lang, aber eine Bodylotion
oder Handcreme, die gehen schnell kaputt. Daher benutzt eure Sachen, hortet sie nicht, so wie ich das früher gemacht habe. Mit der Zeit habe ich daraus gelernt. Ich bin erwachsen geworden und ich benutze meine Sachen. Ich gehe 2 bis 3 Mal im Jahr meine Schminksammlung durch. Ich sortiere, ich probiere aus, ich rieche an allem, was noch was offen ist, was natürlich zu ist und nicht angetastet ist. Das lasse ich meistens erst vorerst zu und ja, kontrolliere immer regelmäßig. Die sind kühl und dunkel gelagert bei mir. Da läuft keine Heizung und die Sachen sind nicht der Sonne ausgesetzt. Und ja, guckt da ein bisschen. Klar steht wie heißt denn das? Schon peinlich ist das jetzt gerade. Mindesthaltbarkeitsdatum, ne, heißt doch. Mir fehlen schon die Worte. Zu viel gequasselt, aber es macht so Spaß. Und gerade an den Augen muss man wirklich höllisch aufpassen. Also, ja, die Ärzte und die ganzen Experten, die haben da nicht Unrecht. Ich habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, Gott sei Dank, mal auf Holz klopfen, ja, aber ich passe da wirklich auch sehr drauf aus, auf was komisch riecht, was mir komisch vorkommt, was nicht ist wie früher, verwende ich auch am Auge nicht. Alles, was noch gut riecht, das ist ja auch nur Mindesthaltbarkeitsdatum, ja, es heißt nicht, dass das sofort kaputt gehen muss, aber die Firmen müssen sich auch absichern. Ja, nicht, dass jemand allergisch drauf reagiert oder irgendeine Reaktion hat und ja, und dann hat derjenige ein kaputtes Auge, ja, verliert vielleicht die Sehstärke oder irgendetwas, ja, also Sehstärke, verliert das Augenlicht oder so, weiß ich nicht, schlimmstenfalls oder irgendwas, ja, hat einen Hautausschlag. Und Juckerei oder irgendetwas, also das muss ja wirklich nicht sein, ja. Und daher passt darauf schon auf. Ja, ich finde, jeder darf für sich entscheiden, was er verwendet und was nicht. Ich mache das für mich so und fahre damit bis jetzt Gott sei Dank gut. Und so möchte ich es auch beibehalten. Also bitte keine komischen Kommentare unter meinem Video. Und ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und lasst mir gerne ein Däumchen nach oben unter ein Abo, würde mich freuen. Schreibt mir irgendetwas Schönes in die Kommentare. Ja, über die Produkte oder vielleicht habt ihr Interesse an irgendwelchen Sachen, dann meldet euch bei mir. Wir können tauschen, ich kann euch das auch ganz, ja, wir können ein Tauschpäckchen machen oder irgendetwas. Ein paar Sachen haben schon ein neues Zuhause gefunden, die werden jetzt auch bald verschickt. Die anderen warten auf ein neues Zuhause und ja, ich werde jetzt jeden Monat gucken, dass ich, wenn ich was aussortiere, dass ich es auch vielleicht im Aufgebrauchten im Anschluss zeige, vielleicht auch ein einzelnes wie jetzt, weil das hätte den Rahmen gesprengt. Und ich glaube, es ist jetzt erstmal genug für dieses Video, bevor ich irgendeinen Quatsch noch erzähle. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video geschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.